Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Dieses Video ist speziell an die Polizei gerichtet. Doch, bevor ich zu meiner Nachricht an euch komme, würde ich gerne erst kurz erklären, warum ich dieses Video mache. Natürlich ist das Video für jeden meiner Mitmenschen, aber weil besonders die Funktion der Regierungsbehörden von der Politik unter Missbrauch stehen, richtet sich deshalb von mir speziell dieses Video, mitsamt der Nachricht an die Polizei. Dabei brüstet sich das Land doch seit Monaten gegen Neonazis vorzugehen. Hingucken heißt die große Aktion mit viel politischem Trara sogar. Hingucken? Die Recherchen von Panorama haben etwas ganz anderes ergeben. Weggucken. Und zwar offenbar von oben verordnetes Weggucken. Einer der stärksten Stützpfeiler dieses Systems ist die Unwissenheit der Menschen. Gewaltvolle Auseinandersetzungen zwischen Polizei und dem Volk haben nichts mit Gut und Böse zu tun, sondern es ist ein Zeichen von fehlender Kommunikation und Lösungen. Das bedeutet, niemand im Volk und niemand bei der Polizei ist schuld. Sondern, das ganze System funktioniert einfach nicht. Daher soll die Erklärung zur Überbrückung meiner jetzt kommenden Nachricht aussagen, dass dieses Video der Versuch ist, die Freundschaft zwischen dem Volk und der Polizei zu erhalten. Aber nicht zwischen Bürgern und Beamten, sondern von Mensch zu Mensch. Alles andere sind Illusionen von Macht und Gruppierungsstrukturen. Kommen wir nun zu meiner Nachricht für die Polizei. Ich hatte schon einigen Facebook-Seiten eurer Polizeiwachen geschrieben, weil ich auf einen Artikel hinweisen wollte. Was ich geschrieben hatte, würde ich jetzt gerne für jeden nochmal wiederholen. Sehr geehrte Polizei, ich schreibe Ihnen, um ein friedliches Zeichen zu senden. Woraus Sie und wir lernen könnten, da wir doch alle in diesem System als Marionetten und Arbeitssklaven gehalten werden. Die israelische Armee möchte sich gegen die Regierung stellen, um nicht mehr an Korruption weiterhin teilzunehmen, die die Rechte von Millionen Menschen beschneiden würden. Bitte nehmen auch Sie sich solche seltenen Meldungen zu Herzen, weil auch ihr in der Polizei, vielleicht nicht Sie, aber viele andere von euch, werden als politische Marionetten benutzt, um kriminelle Politiker oder andere ungerechte politische Tätigkeiten zu schützen. Seid auch ihr auf der Seite der Menschen und nicht auf der Seite von unfairen, unmenschlichen Großkonzernen, die nur euch, das Militär und die Politik missbrauchen. Wir haben schon viel zu lange zugeschaut. Es wird eine Zeit kommen, wo wir irgendwann gemeinsam kämpfen müssen, weil die Großkonzerne und andere Wirtschaftsbosse durch unsere Marionettenregierungen für die Zukunft noch mehr unserer Rechte beschneiden und zerstören wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Diese Nachricht von mir ging an eure Kollegen und für sie von der Polizei, weil ich nur zeigen wollte, dass der Wunsch, aber auch die Willenskraft nach Veränderung möglich ist. Vielleicht nicht heute, und vielleicht auch nicht morgen. Aber die Willenskraft dafür kann geweckt werden. Ich weiß, für euch, und nicht nur für Sie von der Polizei, hört sich das auch für viele andere arbeitende Menschen unglaubwürdig an. Aber all dies ist möglich, wenn wir nicht nur wie ein Humanoid, menschenähnlich und roboterisch funktionieren, sondern der Zusammenhalt stärken und erkennen, dass wir gemeinsam alles erreichen können, und die Zerstörung dieser menschentrennenden Gruppierungen befürworten und vorantreiben. Und der Aufbau des Zusammenhalts der Menschen ist möglich, wenn wir auch außerhalb der gesellschaftlichen Kapitalmatrix denken und uns informieren. Gemeinsam sind wir stark. Dies war meine Nachricht an die Polizei. Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Ich habe Angst vor dem, was kommen wird. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Ich habe Angst halt. Ich habe Angst, vor euch zu reden. Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los?